Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, jetzt wollen wir aber mal schauen, dass wir Jack zurückkriegen. Wir müssen den schönen langen Zug erstmal hier ausrollen lassen. Diesmal dürfen wir ihn auch nicht überfallen, obwohl wir dürften ihn überfallen, aber dann werde ich nur abgelenkt. Jo, da habe ich mein Pferd geparkt. Das ist gut. Ein Fragezeichen hätten wir hier auch noch. Vielleicht machen wir das zuerst. Ich würde auch ganz gern mal den Schneider besuchen. Ich habe nämlich ein paar Thumbnails oder meine gemachten Thumbnails, Screenshots und Wallpaper. Ich habe sehr viele Screenshots gemacht. Beziehungsweise DaVinci-Aufnahmen exportiert. Und da ist mir aufgefallen, ich habe sehr oft rotes Zeug an. Und da ist jetzt einfach mal ein bisschen Zeit für Abwechslung, würde ich sagen. Gut, ich muss kurz meinen Arthur finden, den Wegpunkt zum Büchsenmacher. Den hat es irgendwie wieder entfernt. Und wo ist der Anzugmacher? Hier oben, Schneider. Na gut, dann zuerst zum Waffenfritzen. Und dann zum Schneider und dann schauen wir mal, ob Jack wieder zurück zur Bande will. Okay, hier hat man noch ein Fragezeichen. Das ignoriere ich, das wird ja öfter. Da ist auch noch ein Fragezeichen. Ist das ein Mönch? Ich bin schon zufrieden mit meinem Schildkrötenglauben. Ja, auf jeden Fall. Vorsicht, Pferd. I'm a nasty bit of work, Father. You're wrong on two counts, sir. I'm a humble brother. A penitent monk, not a priest, and you're a magnificent bit of work. You may have made some poor choices, but which of us hasn't? Wieso ist mein Bart schon wieder so lang? But you do, and God does, and that's enough for me and for him. We shall see. That we shall, sir. But why don't you hedge your bets and give two bits to the poor? There are so many who will go hungry tonight. Sure. Ich hätte auch mehr gegeben. Bless you, sir. How you getting on, anyhow? These are a somewhat apathetic lot, I'm afraid. Hmm. My mentor says that America is designed to induce apathy in people. That's a wonderful insight. He must be a wise man, your mentor. Well, sometimes he's a downright fool, but, usually he's the best man I know. That's wonderful. Oh. The thing is, poverty will always be with us. But slavery, I thought we had banished that. The Saint-Denis is acting as a staging post for shipping slaves out to some of the islands. I don't believe it. It's 1899. Maybe you should take a look for yourself. I've heard that the pawnbroker down the block around the corner, the one with the green door, well, they say he sells more than forlorn trinkets. Help the poor. Das werde ich machen. Also Sklaverei kann ich echt nicht leiden. Da hört's auf. Und das bei meinem Healer. Ja, guten Morgen, guten Morgen. Entschuldigung, Partner und Partnerin. Ja, wunderbarer Morgen. So. Ich habe Dynamit bei dem gekauft, das kann er gleich in angezündeter Form zurückhaben. Das wollen wir auf jeden Fall unterlassen. Hi there, Mister. Feel free to browse. Shall do. A bit of a strange question, but you heard tell of slavers around here, buddy? What? Where are they? Who? People you're hiding. I know they're here, don't lie to me. Please, they made me do it. I was always good to them, but they forced me to do it, sir. Ja, natürlich. Where are they? There's a door behind the bookcase there. Just pull the big red book called The Scourge of Crossbreeding by Harold McDougall. Ironisch, die Geißel der Rassenvermischung. Das große Rote. Ja, ich glaub dir kein Wort. Haut er jetzt ab?
Hello? Shh, cállate, cállate. Arthur, du solltest sagen, du kommst in Frieden. Irgendwie sowas. Boah, was ist das hier? Ayúdanos. Help, please. Das gibt's doch nicht. B freien. Now don't worry. I'm on your side. Könnten die ja in die Bande aufnehmen. Obwohl, da haben sie es auch nicht leichter. Tja. Please, I'm on your side. It's gonna be okay. So, Jungs. Am besten, ihr geht von hier weg. Ihr alle zusammen. Habt ihr noch Loot hier unten? Wahrscheinlich nicht. Gracias, señor. Muchas gracias. Come with me. Don't worry. You're gonna be all right now. I promise. Zumindest solange ich in der Nähe bin. Na, ich sollte auch was für die Herzgesundheit essen. Schönes Schweinesteak oder so. That's it. Come on. Hier ist echt abgehauen. Oh shit. Ich wollte den Gefangenen Geld geben. Ich habe den Trigger zu spät gesehen. Ach komm schon. Egal, meine 28 Dollar. Oh, das ist jetzt nicht gut. Bauen die da einfach einen Trigger ein, den ich noch nie gesehen habe. Okay, nix drin. Alles gut? Guck mal, da können wir noch Zeug durchsuchen. Wird doch irgendwo mal was Sinnvolles drin sein. Oder auch nicht. Sieht nach nicht aus. Scheibenhonig. Scheibenkleister. Na gut, auf zum Mönch, Jungs. This way. Not much farther. Poor bastards. Hier waren doch gerade noch alles voller Menschen. Ihr könnt mir zumindest vertrauen. Wenn ihr kein Geld habt, interessiere ich mich im Moment nicht für euch. Was, ein Opium-Den? Das müssen wir auch mal besuchen. Zum Mönch. Hey, der hat ein ähnliches Outfit wie ich. Vorsicht, 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 Vorsicht. Vorsicht, Lady. Oh, so ein Fächer wäre auch relativ nützlich. Bei der Hitze. Brother. Brother Dorkin's friend. Arthur. Arthur Morgan. Come on. You were right. I found these two imprisoned in that shop. Oh my. That's... Well, they are blessed to have met you, Arthur. Trust me in that. They're very unusual. I don't think they speak much English. My brothers. Come. Let's go get something to eat. Manger. Comida, please. Hey, you forgot this? Oh. Yes. Thank you. I... Here. Payment. For your services. I could not have freed these men myself. Das brauche ich jetzt nicht, den Arm spenden. Give it to the poor, brother. Thank you. I will. Like I said, magnificent. Come on. Come, come, come. Come see me again sometime. I often work at the old church on Gasper Street in St. Francis. Alles klar. Oh, das war so Mittel für meine Ehre. Mittelmäßiger Ehreabbau, hätte ich gesagt. Es hätte mir nicht so viel abziehen dürfen, dass ich da einfach das Geld hier für mich genommen habe. Das war so ein Standard-Tastendruck. Naja. Wie gewonnen, so Cheron mit der Ehre. So, jetzt aber. Papa braucht noch mal ein bisschen neues Schießeisen. Danke, Hey! Just fooling around here. Whatever you say. Oh je. Zu viele Menschen sind nicht gut für die Ehre. Vor allem, wenn sie einfach auf die Straße laufen.
Ich reite nur Schuldige um. Und Leute, die nicht aus dem Weg gehen. But no more trouble. Tell me what you want or get out. Reinigen. Handfeuerwaffe anlegen. Schofield Revolver. Wie sieht denn die Bolt Action Gewehr? Das können wir auf jeden Fall mal reinigen. Looks like you've been taking good care of that gun. Ja, danke schön, glad danke to see schön. You're taking care of it. So many people don't. I can see you look after your firearm. Ja, das mache ich gerade in diesem Moment. Rolling Block, Waffe reinigen. Welche verwendet man noch oft? Pump Action? War anscheinend nicht so oft. Sag doch nicht immer dasselbe. Dann stimmt die kleine Goldene. Double Action mit. Ui. That firearm will be much happy with a cleaning and some gun oil. Das glaube ich auch. I can see you look after your firearm. Ja. Ah, jetzt werden die wieder schön sauber. So many people don't. Volcanic habe ich doch gerade schon. Nee, habe ich noch nicht. Die verwendet man wirklich oft. Looks like you've been taking good care of that gun. Repetier verwendet man nicht oft. Oh, damit bin ich nicht mehr zufrieden. So. Looks like you've been taking good care of that gun. Naja. I can see you look after your firearm. So, abgesägte Flinte haben wir eigentlich auch nie so wirklich Looks like verwendet. You've been taking good care of that gun. Pump Action, ja. Das war schon alles. Okay, Katalog durchblättern. Okay, but know that I am watching you like a buzzard. Ja. Wir haben hier nochmal Kettleman Revolver, aber den habe ich doch schon. The Grapeshot Lemart Revolver, okay. Was brauche ich dafür? Weiß ich nicht. Schofield habe ich eigentlich auch schon. Ich verstehe das teilweise nicht, wann sie im Besitz sind und wann nicht. So, und jetzt gehört es offiziell mir. Und das ist auch schon in meinem Aussehen. Passt eigentlich. Dann machen wir das doch für den auch noch. Jetzt sieht er auch komisch aus. Okay. Jetzt steht er aber im Besitz drauf. Ich bin glücklich. Halbautomatische Pistole. Her damit. Komponenten. Ein Griff. Would you be interested in me changing some of the parts at all? Ja, der Perlmutt sieht da schon super aus. If you're looking for the best. Ich suche immer fürs Beste. Sollen die Trall haben? Bestimmt. So. Visier brauchen wir, glaube ich, keins. Of excellent sights for that gun. Oh, vielleicht. They can really make the difference. You made a good decision. Dankeschön. So. Macht mal den. Das ist halt jetzt die Frage. Wie macht man den? Sieht im Moment noch nicht so. Wir können das bisschen silber machen oder so. Korpus. Korpus in gebläuter Stahl hätte aber auch was. Entweder geschwärzter Stahl oder gebläuter. Mach mal gebläuter Stahl dafür. Are you going to buy anything? Ja, gib mir Zeit, Kollege. Nee, wir müssen erstmal hier den Lauf umdekorieren. Wie macht man das? Macht man den auch einfach blau? Ja, warum nicht? Bolzen weiß. Beziehungsweise Silber. Silber. Sieht doch okay aus, würde ich sagen. Schnitzereien braucht man hier keine. Hä? Wieso steht er nicht im Besitz? Ich verstehe das nicht. Eine echte Pistole. Die erste Pistole, die ich in dem Spiel hier wirklich erwerbe. Ansonsten hatte ich nur Revolver oder die Gewehre. Macht mal hier wieder Perlen mit. Wir sind ja so. Ja. Jetzt sieht sie richtig gut aus. So, verbesserter Drei. Wieso nicht gleich so? Visier, auch nur das Verbesserte. Ja, immer mit der Ruhe. Ich bin ja schon dran.
mach mal so eine richtig schöne goldene Desert Eagle drauf. Obwohl dieser geschwärzte Stahl mit dem Perlenmutt-Ding. Müssen wir mal schauen. Das sieht jetzt nicht wirklich geschwärzt aus. Ich glaube auch hier hätte das was, wenn wir das blau machen mit dem Perlenmutt. Ansonsten haben wir hier Eisen, Silber, brüniert. Ja, ich kaufe was. Arsch. Ich würde sagen, mach mal die auch blau. Und hier können wir noch Gravur. Nee, das brauche ich nicht. Wir schauen nur mal, ob der Griff einer anderen... Nö. Ich würde sagen, Perlmut passt. Wunderbar, die Firma dankt. Habe ich dafür überhaupt Munition? Zweitwaffe kaufen, die habe ich schon gekauft. Volcanic Pistol steht auch nicht dran, dass ich die besitze. So. Evans Repetiergewehr, das habe ich auf jeden Fall noch nicht. Schauen wir mal durch. Die sind alle im Besitz. Abgesägte Flinte habe ich auch. Was brauche ich für den Kachkano, für das Kachkano-Gewehr? Ich weiß es nicht. Boah, du bist einer der nervigsten Büchsenmacher, die ich kenne. Hier, Evans Gewehr. Sieht gar nicht so schlecht aus. Komponenten. Ja. Das will ich nämlich ausprobieren. Verbessertes Visier, Zielfernrohr. Would you be interested in me changing some of the parts at all? Ja, ich bin gerade dabei. So Maserung bleibt die alte. Could make it more comfortable on the shoulder. Lederschutz. Können wir bei der von hier aus machen. So, da ist schon fertig. Nur noch die Dekoration. I can do some nice ornate engraving on there. If you like, good price. Halt nichts von Engraving im Moment. Also hier fällt es mir schwer. Wollen wir mal das brünierte Ding nehmen? Hammer sonst nirgends. Staub was? Staubdeckel. Ah, da vorne, okay. Dann machen wir das auch brüniert. Verschluss. Brüniert. Das Visier auch brüniert. Boah, mach mal das nur brüniert. So, wir können noch das Holz anpassen, aber ich habe jetzt eigentlich das schon ein bisschen die Farbe danach ausgelegt. Obwohl, das kommt natürlich auch relativ cool. Und das geht natürlich im Design unter. Das wäre auch nicht schlecht. Glaub aber, ich nehme... Was habe ich gesagt? Sieht cool aus. Das da. Gut. Waffe customized. Dann schauen wir weiter durch. Aha, aha, aha. Alles gut. Abgesägte Flinte. Anscheinend nicht in meinem Besitz. Die sieht aber auch nicht schlecht aus. Halbautomatische Flinte und Repetierflinte. So. Davon mehr Munition. Muss hier gut gerüstet sein. Ja, HG-Munition. Könnte man eigentlich auch im Camp abgreifen, was soll's. Ich bin gerade aktiv am Kaufen, Mister. So, das sieht gut aus. Was haben wir hier noch? Flintenmunition, Dingmunition, Pfeilmunition. Ansonsten haben wir alles zu Belieben gekauft. Accessoires haben wir auch angesehen. Die Firma dankt annähernd. Ja, und was ist da hinten? Wieso ist da ein Fragezeichen? Hallo? Ist hier wieder ein Waffenversteck? Sorry, pal. This is invitation only. Okay. What is the matter with you? Ich hab doch nur geklopft. Don't worry about it. Kann ich ihn nicht befragen? Sure thing. I've got a blood for this shop. You won't get away with this. Ich will dich nicht erschießen.
Okay. So, abhauen. Den wollte ich echt nicht erschießen. Ich dachte, ich könnte ihn befragen, wenn ich auf ihn ziehe. So ein Arsch. So, dann erstmal hier zur Stärkung mal wieder was saufen. Macht das nicht daheim nach, Kinder. So, und für die Herzensgesundheit brauchen wir was? Kekse. Da müssen wir ordentlich mal wieder einkaufen und was kaufen, was wirklich hilft. So, Schneider, gleich in der Nähe. Müssen wir mal anders rumlaufen. So, Pistole ist weg. Noch ein Bettler. Hätte ich gerade nicht so viel für Waffen ausgegeben. Wäre ich großzügiger. Schöne Trompetenmusik. Ja. Servus. Here you go, friend. Bless you, mister. Truly, you're a saint. Yes, sir. There should be more people in the world like you. Besser nicht. Ja, das von mir aus. Nicht mehr Arthurs. Der eine reicht. Hello, mister. Vorsichtig. Ah, ich glaube, ich hätte hier oben schon reingemusst. Na, da bin ich mir nicht sicher. Doch. Halbwegs. So, Pferd, du bleibst kurz hier. Lass dich nicht stehlen. Ich glaube, der Eingang zum Schneider war irgendwo hier oben. Ich will doch nicht so schnell rennen. Arthur lässt mir aber keine Wahl. Hier vielleicht schon? Nein. Da nicht. How do you do? Ja, mir geht's gut. Und selbst? Was habe ich da eigentlich für eine Tasche um den yes, Ding gelegt? Yes. Hier? Nein. Ich finde hier immer schwer, oder ich habe mich hier immer schwer getan, den Eingang zu finden. Und es wird nicht besser. How do you do? Hey, folks. Sehr gut. Das sieht doch richtiger Sir? Aus, oder? Aha. Hello, come on in. Guten Morgen. Zeig mir deinen Katalog. Everything you need and more in there. Das finde ich sehr schön. Was habt ihr für Outfits? So, nicht kaufen, ansehen. Das sieht doch gut aus. Kaufe ich direkt. You can really feel the quality of that one, right? Weiß ich nicht. Ich kann das hier kaufen. Nee, kann ich noch nicht. Erhöhe deine Ehre. Scheiße. Ich dachte, wir wären hoch genug. Bretagne gefällt mir auch. Und kaufen. You have exceptional taste. Ja, das wusste ich schon davor. So, was haben wir noch nicht? Den Corsen. Ah, was soll's, kauf mal gleich mit. That is one of my favorites. So, den Saint-Denis, den hab ich. Auswählen. Ausgewählt. Dann laufen wir mal so rum. Ist zwar auch was Rotes dran, aber passt schon. Accessoires. Schützenhandschuhe. Nee, ich bin kein Handschuhmensch. Hosenträger. Sporen. Luxussporen vielleicht. Ah, warum nicht? Na, vielleicht. Vielleicht doch nicht. I stand behind everything I sell in this place, so you can purchase with confidence. Das ist gut. Dankeschön. So, wo war der Ausgang? Hier. Ja, ihr könnt mal deutlicher kennzeichnen. Notausgangsschild ranmachen oder irgendwie sowas. Ladies. Hello, sir. Und Männer. Hello there. Und Gentlemen. So, you heard anything about any bounty hunters in these parks? I'm sorry, I have no idea. Hi, folks. Das ist gut. Hello. All right now. Ma'am. Hallo, hey, hallo, there. Hallo. Hi, ma'am. Nur auf dem Weg zu meinem Pferd. Decent town you got here. Yes, I know. Was ist das für eine Antwort? Hey, ja, ich weiß.
fine evening. Evening. Wahrscheinlich nennt ganz okay. Was würde ich darauf sagen? Someone who ain't afraid of hard work. Evening, partner. Na, hat er aber nicht in den Spiegel gesehen. Ja, ja. Mister, excuse me. This is turning into one of them days. Anyway, all the best to you. Farewell. Evening. Good day. So, das hat doch alles wunderbar geklappt. Und die Ehre sieht so mittel aus. Also schon ganz gut, aber hat's mir besser vorgestellt. So, rauf da. Und dann wollen wir die Volcanic behalten. Wir probieren mal die automatische, also nicht direkt jetzt. Und auch natürlich die andere. Das, was wie eine richtige Pistole aussieht. Da haben wir einen Bruder. Achso, das war der Bruder, der in der Kirche arbeitet. Zeitung, Glücksspiel, Dutch. Ich glaube, wir haben gerade die schlechteste Wahl getroffen. Wir werden aber trotzdem hingehen. Oh, ist das ein herrlicher, eine herrliche Abenddämmerung. Heißt doch Abendrot, Abenddämmerung, Morgendämmerung. Kann man Abenddämmerung sagen? Ja. Ich bin mir fast sicher, dass ich das nicht versaut habe. Außer mit meiner Unsicherheit. Evening. Ja, ja, Bonsoja, dir auch. So, Dutch, da sitzt du ja. Don't mind if mein Pferd sitzt mit uns. Anscheinend nicht. Ihr habt's Pferd vergrault. Toll gemacht. There you are. Ja, da bin ich. Of course. What else do you know about this guy? Er verträgt keine automatischen Waffen. Some slick little greasy-haired European clearly got power and money. Now, listen. If we go in there and start shooting up the place, boy's gonna get shot, that I guarantee. Fella like this, gonna have a lot of protection. Ain't no one gonna get shot, Arthur, so everyone just relax. We'll charm him. Trust me. This the place? Wahrscheinlich schon. Must be. You okay, John? I guess. Sieht hier ein bisschen wie auf dem Friedhof aus. We have an appointment to see Mr. Bronte. Who are you? You get your boss down here and now so we can talk about this like gentlemen. Run along now, boy. Los, los. Was that the special Dutch charm I heard so much about? Relax. You looking for a problem? I got this. Na, da bin ich mir nicht sicher, Dutch. Nach euch, Jungs. Don't worry, boys. We come in peace. We just need to straighten a couple of things out with your boss. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin hier der Bestangezogenste. Ich bin kein Buffoni. Why do you take his son? Excuse me. I said, why did you take his son? We ain't got no problems with you, sir. Nor you with us. But if you want to start one, there's gonna be a lot of folks dead in this room before it's done. So, you walk into my city, stinking of shit and looking like this. Hey, and you come into my house beim Schneider. Before you have a bath and you tell me how to act? You ask me to show compassion. Have I not shown you almost infinite compassion already by simply allowing you to breathe in my presence? Na, würde ich nicht sagen, nein. Indeed you have. Now, we are simple country folk. All we have is each other. And you have gone and you have took his son over some dispute with some
inbred ex-slavers, it ain't got nothing to do with any one of us. You had nothing to do with destroying the liquor business! We was innocent bystanders. And that which we weren't innocent of, well, we most surely were ignorant of. You twist words. You lie shamelessly. You think you are better than everyone else. Diadoro. Date da beresti uomini. Angelo yeah, Bronte. Dutch Vanderland. Arthur Morgan. Arthur, the pleasure is mine. John Marston. All mine, please. Bisschen eng hier auf der Couch. So, can my friend have his son? Of course, of course. But, should I be out of pocket over a misunderstanding? Of course I know, you would not want that, huh? No. No. So, how about this? You perform a simple job for me, and you get your son back. Oh, das klingt fair. What is it? A couple of people have taken to grave robbing in this cemetery. Well, that is a fine place for it, the best. I love this guy. I love you. See, they've taken not only to desecrating the dead, but they've done so without paying a tribute to the living. Thing is, they see my men. Of course, they're on a mile. So maybe you two head off, huh? And you, Mr. van der Linde, you tell me more about my manners. Salute. Ja, Salute zurück. Oh je, Dutch versaut es nicht. Wieso ist jedem anderes Pferd so groß? Ja, wie so ein kleines Pferd. Okay, boy. Na, ich muss ja auch nichts kompensieren, so wie John. You think he's taking us for a fool? No idea. What choice do we have? None, I guess. This is idiotic. Na, ein bisschen schon. I think so. Pretty sure I rode by it earlier. It's real impressive. You know, you did good holding your tongue in there. Do you trust one word that comes out of that bastard's mouth? Nein. We don't even know where Jack is. Listen, we found Bronte. We got in there. Dutch is with him now. All things considered, it could have gone a lot worse. Das stimmt allerdings. Poor kid. I ain't been a good father to him. I hope he's okay. He'll be fine. I figure the Braithwaites were going to hold Jack ransom for all the money we cost him. They must have sent him here so we couldn't get to him. But Bronte knows by now there's no Braithwaites left to pay him. Jack ain't much use to him anymore. Let's just get this done. Let Dutch handle the rest. Oh je. Ja, das hoffe ich auch. Vorsicht, Pferd hat Vorrang. Okay, I think this is it. Keep it down. Bin leise. Horses up ahead. Natürlich. Einfach am Gartenzaun. So, John. Nach dir. Boah, ist das gruselig hier. Nachts auf dem Friedhof. Gut. So schwer bewaffnet war ich noch nicht. Das fühlt sich tatsächlich ein bisschen sicherer an. This way. Come on. Let's find him and get the hell out of here. I'll check this way. Jetzt ist ja schon jemand weggelaufen. Ich nehme erstmal das Lasso. Stay quiet. We don't want to spook him. Bin leise, oder? Sie da in so ein Mausoleum gehen? Looks like someone beat us to it here. Wie siehst du hier überhaupt was? Ich kann ja selber Grab räubern. Für eine Waffe? Can't believe we're doing this. Ich auch nicht. Brauchen wir Laterne. I know, but you won't care once we get the boy back. That bastard better keep his word. Keep it down. Don't want him to bolt on us.
Schon okay, schon okay. Die Laterne macht mich so gut wie unsichtbar. Soll ich die mal Hundegebell nach? Hundchen. Und? Stop. Hey there, boy. All right. Gotta keep looking. Oh, was für ein Schöner. Was für ein Schöner. Komm, Hund, such. John, alles gut bei dir? When my time comes, Arthur, make sure they put me deep in the ground. With pleasure. This place gives me the chills. Ja, nicht nur dir. Und meine Laterne kracht. Oh, er macht so schöne Geräusche noch. Da ist doch noch so ein Mausoleum, oder? Boah. Die hätten hier mit allen Mann herkommen sollen. Okay. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hey, John. Over here. So. Komm mit erhobenen Skeletthänden raus. Hey, was ist jetzt los? Damn it. How many you see? Three, four? Hard to tell. You should have paid Mr. Bronte. Bastards are trying to draw us out. Can't see worth a damn. Ey, Arthur, hör mal auf mit Deckung. Arthur, mach doch keinen Mist. Ja, ja, ich schau nur, was die dabei hatten. Die Waffe ist richtig gut. No doubt. So viel. So viel. Come on, damn it! We're gonna lose them! Can hardly see what I'm shooting at! Good moves, blast it! Komm schon, hol die Waffe raus. Boah, ist die genial. Nein! I can think of better ways to spend an evening. Next time Dutch can go and I'll have a drink. So, Mister. Ich greif dich einfach so an. Komm schon. Lass die Waffe doch nicht so oft stecken. Darf ich jetzt? Dankeschön. Alter, haben die viel Geld dabei. Grabräuberei scheint sich zu lohnen. Okay, but we'll need to be quick. We can't go back to Bronte empty-handed. Let's have a look where they first shot at us from. Robbing grave robbers, we've hit the big time. Und den hier beklaue ich auch noch. Wundert mich, dass hier die Polizei und die Sheriffs und die, keine Ahnung, die Armee noch nicht aufgetaucht ist. Come on. Let's quickly check that spot where it all kicked off. Ja, ich bin auf dem Weg. Wo bist du? Wie gesagt, ich wünschte, ich könnte einen Tick schneller laufen. Ich bin schon auf dem Weg. Oder soll ich durchrennen? Da liegt ein Hut, der sieht aber albern aus. Ach, das ist meiner. Like I said, let's look around where they jumped us. Na gut, habe ich halt einen albernen Hut. John, ich verstehe deinen Enthusiasmus, aber wir gehen schon in die Richtung. Sei doch kein ungeduldiges Kind im Auto bei einer langen Autofahrt. So wie ich das war. Sind wir bald da? Sind wir bald da? Wo ist der Stash? Wo ist der Stash?
Stimmt hier drin. Ah, tatsächlich. Tatsächlich. Und nun? Got it. Good. Now let's get out of here. Shit, it's the law. Ach, jetzt kommt's. Locked. Let's just track back to where we came in. Damn it. Komm, die kannst du sicher aufbrechen. Let's go around the side. Oh, da kommt jemand. I found a body. Nicht mein. Still bleeding. Must just been killed. They're still here. Habt ihr die Schüsse nicht gehört, ihr Idioten? Natürlich ist es frisch. Oh, der wurde noch nicht gelootet. Arthur benimmt sich hier nicht gut. Er benimmt sich hier einfach nicht gut. Reicht es, den zu looten? Bestimmt. Gleich kommen sie. Ne, biegen anders ab. Wunderbar. Pfeifen die eigentlich? Arthur, beweg dich. Ich krieg hier Angst. Oh Mann, wieso? Oh. Nochmal von Kontrollpunkt. Ja. So setzt man eine Mission zurück. Naja. Bin einfach nicht schnell genug gelaufen am Ende. Aber Arthur wollte doch nicht. Oh nee. Locked. Let's just track back to where we came in. Damn it. Come on. Ja, bin da. Stick to the side. Come on. Ja, auf dem Weg. There's someone coming. Hide. Bin versteckt genug, würde ich sagen. Looks fresh. Still bleeding. Must just been killed. Ja, du bist ein wunderbarer Detective. Wunderbar in dem Job, in der Tat. Ich wäre mit gezückter Waffe gegangen. So. Wieso hat das jetzt abgezogen? Ein Glück bewacht niemand den Eingang. Ah, doch, anscheinend schon. Tja. Ein Glück kommt niemand in die Richtung. Wären sie zu dritt, wäre das problematisch. John, worauf warten wir? Okay, auf mich anscheinend. Come on, quick. Ein Glück haben die unsere Fahrzeuge hier nicht erkannt. Hey, wir haben die doch in einer anderen Reihenfolge abgestellt. Ja, wir sind so sneaky. Guten Abend, Lady. Reiten und mein Pferd loben. Was machst du? Ganz ruhig, Johns Pferd. You're alright, boy. Yeah, good boy. Wie
Wieso ist die Musik denn so angespannt? Servus. John, was wird es heute? Au. Hast du zu viel getrunken? Ja, okay, boy. Ich reite nur die offizielle Wegbeschreibung nach. Alright, let's get this done. Ja, ich hatte jetzt nichts anderes vor, John. Tja. Lebt Dutch noch? Well, you took your time. Where's your host? Like I said, you took your time. I'm glad to see you. Let's get going. What a fine man. Hey, friend. Thank Mr. Bronte for everything. Yeah, I'm fine. Hat Dutch ihn umgebracht? Wahrscheinlich nicht. Mr. Bronte has invited us to a garden party at the mayor's house. Oh yeah. Dutch. And us, just simple country boys. Dutch. Wir sollten umziehen. Let's go! We have a new camp set up, Jack. You're gonna love it. Nee, glaube ich nicht. Ah, schön, dass Jack wieder da ist. Hätte mich aber auch mal begrüßen können. You sure you're okay, son? I'm fine. Papa Bronte said you'd come for me. I'm sorry. What for? For that. For taking so long. I had a fun time. I had my own room with a big bed and a toy box. And lots of books. Did they do anything to you? Have you ever had spaghetti? What's that? It's food. It looks like worms, but it's delicious. Mm-hmm. Is that right? Papa Bronte taught me lots of Italian words. Don't call him that, please. You know, cavallo? That means horse. And pantofola? That's a slipper. A slipper? They gave me two pairs. One for day and one for night. Well, I'm just glad you're all right. Oh, yes. I had the best time. But I can't wait to see Mama. Did she miss me? Und ob. She sure und did. Ob. Like you wouldn't know. You had a nice night then? Most enjoyable. Well, the man's an intolerable blowhard, but he stocks a fine bar. Oh, das ist das Wichtigste. How do you fellers get on? Any problems? Das Übliche. A whole heap of them. We about doubled the population of that graveyard. You know, I thought I heard gunshots, but the gramophone was playing. Unbelievable. Each to their strengths, Arthur. I went in there with a gun and left with a party invitation. So, Dutch, du bist ein bisschen zu überheblich gerade. A garden party? A big gala at the mayor's house. I'm told every rich fool in Lemoyne will be there. Und wir wollen dir ausrauben. Oh, he'll be there too. Seems to more or less run this city. At least, that's the way he sees it. Could open up some opportunities for us. Oh, Jack wird das hier echt nicht gefallen nach dem großen Bett. But we can finally move forward now. Hey, they're back! I think I see Jack! Du denkst richtig. So, Abigail! We got you, your son, everything! We got him! Mama! He's fine! I'm fine, Mama. They fed me good. Italian food. You ever eat that? Come here, you silly boy. You got him. You got my son back. Natürlich. Dutch, Arthur, thank you. Thank you. John war auch dabei. I got my son back! Jack. How are you, boy? I'm fine, thanks. Everything's okay now. Abigail? Can I go play now? So? Well, we met Mr. Bronte. He is quite a character. Is he now? You ever meet an Italian strong man before? Not outside of a circus. Well, let me tell you all about him. John, you go be with your family. Arthur, thank you. Gern geschehen. Boys, we got some work to do. Interesting work. But first, let's have a drink. Das klingt gut. We got Jack back. Well, the boy's safe, thank goodness.
Thank you, Arthur. Oh, gern geschehen. I don't know how to say it. Dann sag schnell. I understand. Come on. Do as Dutch says. Go be with your family. Mhm. Hey, wirf die doch nicht einfach so weg. Ich habe $112 bekommen. Ah, freut mich. Und wir können am Trinkgelage teilnehmen. Yeah. Das macht man auf jeden Fall noch. Ich hole mir kurz ein bisschen Alkohol für die Nerven. Oder ist hier auch Essen für die Nerven? Mrs. Adler. You okay, Sadie? Sure. You boys did good. Dankeschön. Ach, das ist schon sehr nice, so ein Abend mit der Gang. Alle freuen sich, Jack ist wieder da. Da, ja, ja, da. Ich weiß, direkt im Rhythmus. Ich glaube, ich brauche noch ein Bier. Die hat echt eine gute Singstimme. Da stehen zwar die Lyrics, aber ich trau mich nicht. Na gut, ich würde aber sagen, das reicht jetzt. Ich denke, das reicht für die Folge. Ich werde das hier noch ein bisschen weiterlaufen lassen, aber meinen Kommentar würde ich jetzt eben abschneiden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Salí de Hermosillo, lágrimas vine llorando, y con la flor del trompillo. Come on, you know, me and you should go get some drinks in San Denis sometime. I ain't sure that's a good idea. Ah, come on. It was one bad night. Y me voy al trotecito, mirando por debajejo. Welcome back, Jack. Thanks, Uncle Jose. Ya cayó el que andaba ausente. Ahora verán los cabrones. Ay, ya se secó el jacalito donde colgaba mi espada. Aquí es tanto laberinto. Tahiti, dear boy. Tahiti. If you say so. Mangoes, maidens, paradise. An unspoiled paradise. Yeah, I hope so. Faith, Arthur, have a little faith. Ever tell you boys about the time I was hanged? Oh, I think so. Tell us again. Sure. So I got caught doing something or other. I was just a kid, 17, 18, long before I met Dutch. I was newly an orphan. Anyway, I got caught by some hill country sheriff stealing a chicken, I think it was, and he decided I was going to be hanged for it. For a chicken? Yes. Only some folks thought it was unfair. And at the hanging, there was a riot. They went to lynch me. But someone I never saw, he shot the rope clean through. Instead, they hanged the sheriff. And I got away with nothing more than a sore neck. Well, was you scared? Absolutely petrified.
Fair enough. Come on. Let's leave him to play a bit. Welcome home, little Jack. Once I was. All right. Reckon I'm an attorney in lane. My master used to be on me. My mistress did the same. Till early one. And a sailor boy came. Sure. And he's the one that turned me into a dirty little whore. He asked me for a candlestick to light him up to bed. He asked me for my handkerchief to wind around his head. And me being a little fool and thinking it would harm. All good. I jumped in bed beside him to keep my sailor warm. Singing homeboys, home, it's where I want to be. Homeboys, you know, boys, a girl on either knee. There ain't no being saved. Ain't no being lost. Them fights was over long ago. Or never happened, was only invented to make you feel something out of nothing. Makes no difference. Ain't sure nothing makes a difference. Can't see how. Tide comes in, tide goes out. You was born, you die. In between, you do what you do. Ain't no good, ain't no bad, just things that make you feel good or make you feel sad. And just the length of time between being born and dying, that's all there is. Ain't no old man judging man. Let him climb. Ain't no heaven. And maybe there is damnation. But I think I know what that'll be like. And I'm gonna be right at home there. Come on, Kieran, join in. Oh, no, that's it. I'm okay, thank you. I'll just watch. See it for what the hell it is. Reverend? Hosea? Another song! Come on, fellas! What do you got for me? There's no respect for you, on board the Heartland stage, pulling all about the sheets is bent, but two about the sheets. We started as a female in 1849. In all opposition, they defy the people, must be hung or die. The crowd of the skelly man is fat and hogs are in a camp. One more man promoted, must be put to back a sweat. Ladies are compelled to sit with dresses in tobacco spit. Gentlemen don't seem to care about talk of politics and swear. Started as a thin line in 1849. All opposition they defy, so the people must respond or die. The drivers, when they feel inclined, will have you walking on behind. On your shoulders, plug a pole, help them out somebody's home. They promise when you're pale, you pay. You'll have to walk only half the way. Then sad with a cunning laugh, you'll have to push the other hat. They started as a thief in line in 1849. All opposition they defy, so the people must root hog or die. Root hog. There he is, old Arthur. Miss Karen? The strong, silent, manly one of us. You're drunk. This ain't drunk, Arthur. It smells drunk. Well, then don't smell it, stuck-up piece of shit. God damn you. Take it easy, Miss Karen. See? See? What'd I tell you? Listen. Next time, listen. Faith. Faith is all that matters. We had faith, and we made it.
Hello. We are gonna make it. We have a plan. My friends. My loved ones. A plan. It is a real plan. We are gonna leave this place and we are gonna find our own paradise. Our own heaven. Tahiti. Fiji. Australia. The real new world. Not this godforsaken dump that all of Europe's detritus has acted out its vengeance on. We are gonna be free! Free. Yes, we are, Dutch! That's right, boss. Too right, Dutch! Points cabin. You can't make me that's true. But show me a man. Oh, brother, I'm really drunk. Big old uncle lying out on the ground. And the newspapers call for our gang's demise. Says we're no good deeds. We should despise. Parson marks from the fortune favors those who look out. But the problem with you, Williamson, is that you're all talk. All talk, huh? And what are you looking at? Not much.